We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ey, das ist noch kein neues Jahr. Ja, herzlich willkommen. Ja, frohe Weihnachten, und meine. Immer auf, wenn ich nicht bereit bin. Frohe Weihnachten, nein, ich reite auf einem Babyhund. Ich hoffe. Naja. Ihr habt coole Geschenke bekommen, kommt doch an, wenn ich ja. Vorher oder nachher. Das ist Part 3, ne? Vom Part 3. Finalen GTA Dezember Battle. Yes. Part 2 gibt's bei gab's bei G-Wan. Part 1 gab's bei mir. Ich glaube, Erklärung können wir uns sparen. Guckt euch einfach die vorherigen Videos an. Ja. Der Punkt der Stand zurzeit ist, guckt euch bitte die Videos an vorher, wenn ihr es noch nicht gespoilert werden will. 3, 2, 1, 5, 1. Jemand hat tatsächlich eine Runde gewonnen. Ja, das war leider eine Jump. Nee, nicht Jump World. Das es war Jump World, ja, es war eine Dropper-Runde. Eine Dropper-Runde. Wo ich einfach komplett lost war. Ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn wir eine Dropper-Runde nochmal. Ja, aber wir spielen halt wieder Weihnachtsmaps. Das bedeutet, ich suche mal nach welchen. Jivan! Wir müssen uns beeilen. Der von uns das erste Weihnachten rettet, gewinnt. Ich hab keine Ahnung, ich seh's mir die Schilder durch mal. Oh, okay, ich sehe schon. Ja, ich hab auch gesehen. Die Brücke ist ja absolut kacke. Oder übel. Oh nee, rote Blöcke. Die waren es vorne, nein. Bruder, ich will doch Weihnachten retten. Bruder, ich. Sicher? Ach, Jan, du kannst auch an einem Haus seitlich lang. Nein. Aber ich hab gewonnen! Oh mein. Was eklig gemacht, ich dachte, ich fang mal bei dir eklig an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ihr wissen wollt, warum Janne eklig bei mir geendet hat, bitte einblenden, Janne. Oh ja, das mache ich so gerne. So gerne gerade. Da dachte ich so, ah, okay, ich nehme mich Dankbarkeit, da sind alle dankbar. Du bist so ekelhaft, Janne. Leute, wir sehen uns in Runde Nummer 2. Es steht 5-2. Ekelhaft. Bruder, Chief und der als erstes Weihnachten rettet, gewinnt. Warte mal, das habe ich irgendwoher schon mal gehört. Ja, das hast du mir letzte Runde gesagt, wo ich gewonnen habe. Ja, gut gemacht, Chief. Nein. Oh Gott, man hat Jump Boost hier. Oh, ganz ekliges Gefühl, ganz ekliges Gefühl. Nein. Oh, super eklig. Bitte nimm mir das weg. Warum? Oh, jetzt fühlt sich so weird an, ohne Jump Boost zu springen. Oh mein Gott. Umsonst. Ah, was war das? Warte. Okay. Ich war gerade komplett verwirrt. Aber mal so richtig. Oh, hier ist alles voller Gold. Muss ich lang? Bam, bam, bam. Komm zu dir. 6-2, meine Freunde. Dort hinten sehen sie eins G-Flaxo springen. Wir gucken ihn mal jetzt so wieder. Hey,
Hey, Chivan. Welche Musik möchtest du denn haben? Fick mich am Arsch. Das war eine gute Map. Abartig. Ja, war's. Damit würde ich sagen, wir sehen uns in der letzten Runde. So, Leute. Es wäre ja langweilig, wenn es nicht ein richtiges Finale gäbe. Die letzte Map wird eine Map von mir und Jivan sein, die wir schon mal gebaut haben. Zusammen. Und diese Map ist alles oder nichts, und das wird Chivan jetzt auch erfahren. Chivan! Hä? Ich habe mich gerade gemutet und was verraten meinen Zuschauern, was du jetzt auch erfahren darfst. Die letzte Map ist alles oder nichts. Wenn die nächste Map gewinnt, gewinnt das Finale des Future Dezembers. Und wenn die nächste Map gewinnt, ist der größte Jump'n'Run-Profi der Welt. Und diese Map wird eine bestimmte... Warte mal, stopp. Warum haben wir dann gerade die Punkte gezählt, wenn es um die letzte Runde geht? Die letzte Map wird eine Map von uns beiden sein, du Vollidiot. Denn, wenn ich hier... Wenn ich hier mein Tenno eingebe, bekommt man hier... Hoffentlich. Bitte. Da... eine Map namens Nintendo. Ja, wir haben nämlich Farb Wars Rot vs. Blau. Und das werden wir jetzt spielen, Jivan. Unsere beiden Lieblingsfarben. Unsere Maps. Ich würde sagen, wo bist du? Also, Team Rot. 3, 2, 1, here we go. Oh, ich weiß doch, ich konnte gar nicht, weil. Ja, ihr müsst wissen, Jana hat sich die Sprünge ausgedacht und Jana, den man vielleicht an der Punktezahl erkennen kann, ist der Jump'n'Run-Profi des, ja, Tausends. Ich habe dieses Jump'n'Run gar nicht mehr im Kopf. Wann haben wir das gebaut? Vor 2-3 Jahren, ne? Haben wir da schon gucken sollen. Haben wir da schon YouTube gemacht? Vielleicht flüchtig? Vielleicht flüchtig, ja. Vielleicht hast du da deine Intros hochgeladen. Oh. Ja. Die guten alten Zeiten, wo man als erstes Video sein Intro hochgeladen hat. Den ich hab's ja gemacht für dein erstes Video. Oh mein Gott, ist gerade nicht passiert. Ja, um zu gucken, was für das erste Video geused werden soll. Oh mein Gott, wenn ich sehe dich da nur auf der anderen Seite und denk mir nur so, wieso kommt er besser voran als ich? Wo bist du gerade? Welche Passage? Kannst du dich an die blauen Gläserpassage erinnern? Oh mein Gott, du bist fast am Ziel, ne? Echt? War das hier so? War die Map so kurz? Die Map war wirklich kurz, das weiß ich. Das ist gerade ein bisschen kritisch. Die Gläserpassage war auch nicht einfach. Yes! Gläserpassage. mein Minecraft hat. Mein Tab hat sich geschlossen. What the fuck? Ey. Nein, ich hab den fast geschafft, den Sprung. Jenner. Ja. Wir haben vier Blöcke eingebaut. Ich weiß. Hä? Der erste Sprung ist zum Beispiel ein Vierer-Sprung gewesen. Vierer-Sprung mit Zäunen, Jenner? Ach, was haben wir für Arschlöcher früher? Du! Das war nur nachgebaut, was du gesagt hast. Ohne nachzudenken, was ich gebaut habe. Was heißt Zäunensprung? Also ist es ein Vierersprung? Ein Vierer-Fansprung, würde ich sagen, einfach. Nein, es ist okay, aber es ist halt. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt Vierer ist, ich habe nicht gezählt, aber der davor ist auf jeden Fall ein Vierersprung. Etwa ich. Da muss man auf die
Fantastisch. Mach meine FOV jetzt mal runter machen, sonst kriege ich das nicht hin. Ich knall irgendwie immer gegen die Zäune. Und wie das, wenn ich die blaue Seite manipuliert. Habe ich nicht. FOV wieder höher. So. Bester Trick, wenn man zu viel Speed hat, FOV runterstellen. Oh nee, was war die Passage, ne? War die Passage. Oh. Let's go, let's go, let's. Let's go! Bist du da durch? Tivan? Ja. GG. Das Ding ist. Guck mal. Das war's mit dem DJ Dezember, Tivan. Wir sehen uns bei Tivan in anderthalb Jahren wieder. In einem Jahr, wenn. In einem Jahr. Zum Dezember werde ich ihn wieder rauslocken. Und bei mir sehen sie uns vielleicht sogar recht bald wieder. Ich habe ein paar Videos, Ideen. Ein paar Leute haben Lust. Ich habe Lust mit in Bubble. Sprachen lernen. Bubble. Ich habe Lust mit ein paar Leuten was aufzunehmen. Die haben auch bisher alle auch Lust. Es wird ein paar Sachen kommen mit Chivan. 2020 insgesamt wird ein cooles Jahr. Und freut euch auf das letzte Video dieses Jahr, welches wieder ein fucking 10 Sekunden alles Gute zum neuen Jahr Video sein wird. Bis dahin. Bleibt cool. Chivan, willst du noch was sagen zum Schluss? Ja. Schlecht, schlecht, schlecht. Bewerbung abschließen. Bewerber vor allen Dingen auch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ebenso. Tschüss. Ciao. Euer Nintendo aus 2019.